über das die Buchela später nie öffentlich gesprochen hat. Da sind ja auch bestimmt viele Menschen mit umgekommen durch die Nazis, die sie ja auch gekannt hat. Und das sind ja auch Verletzungen für so einen Menschen. Zuletzt verlor sie auch ihre Liebe. Adam Gossantier starb 1945 als Soldat der deutschen Wehrmacht. Bei Kriegsende war sie Witwe, 45 Jahre alt. Und plötzlich wurde sie gebraucht, in den zertrümmerten Städten, von Menschen, die ihre vermissten Angehörigen suchten. Nach dem Krieg haben Wahrsagerinnen eine große Rolle in Deutschland gespielt, auch die Buchela schon. Da pilgerten ja unzählige Menschen hin mit Bildern oder mit irgendeinem Gegenstand, der vermissten Soldaten gehörte. Das war der Anfang dieser Hochkonjunktur für Buchela und ihre Kolleginnen, sage ich einmal. Am Anfang ihres Ruhms stand der verlorene Krieg. Selbst Skeptiker holten sich damals bei Wahrsagerinnen Rat. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mit dem Bild meines Vaters auch mal bei solchen Leuten gewesen. Es hat ihn nicht wiedergebracht. Stotzheim wurde zur Pilgerstätte. In die kleine Straße, wo sie wohnte, kamen nicht nur die Verzweifelten. Bald standen vor ihrer Baracke auch Autos von Geschäftsleuten und Politikern. Bundeskanzler Konrad Adenauer will man gesehen haben. Mehrfach soll er da gewesen sein. Es wird gesagt, und ich kann mir das auch vorstellen, der hat vor jeder wichtigen Entscheidung, die er treffen musste, hat er sie befragt. Gehe ich links rum, rechts rum oder fahre ich geradeaus? Es gibt keinen Beleg dafür, möchte ich ausdrücklich sagen, dass Adenauer bei ihr in Stotzheim war. Stotzheim ist ein kleines Nest gewesen damals. Und wenn eine große Mercedes-Limousine des Bundeskanzlers dort vorgefahren wäre, dann wäre das aufgefallen. Jedenfalls wurden die Limousinen vor dem Haus der Buchela immer schicker. Die Boulevardpresse berichtete, machte sie groß und immer größer. Sie heizte die Gerüchteküche an. Adenauer sei Stammkunde bei ihr. Ihre Sprechstunden verlegte die Buchela nun in ein Hotel, das den schönen Namen Zweifel trug. Das Hotel Zweifel, eine wichtige Station ihres gesellschaftlichen Aufstiegs. Apollo Zweifel, der Hotelbesitzer heißt es, behandelte sie wie eine Diva. Wie mag sie sich hier gefühlt haben, nach Jahrzehnten der Armut und der Verfolgung? Sie hatte jetzt Geld und entwickelte ein ganz eigenes Verhältnis dazu. Sie lassen sich von Ihren Kunden für Ihre Mühewaltung was die Leute geben. Bezahlen. Ja. Wie ist das eigentlich geregelt? Gibt es da einen feststehenden Satz für eine Konsultation? Oder? Nein. Das ist sehr unterschiedlich mitunter. Ja. Der eine gibt viel, man meint, die Reiche geben viel. Nein, ist bald eins. Ich könnte mir vorstellen, dass die wohlhabend war nachher. Denn so Leute wie Adenauer und so weiter, die haben die ja nicht mit 20 Mark abgespeist dann. Ich habe jedes Mal hab ich nur 20 Mark bezahlt. Und das hat sie häufiger gemacht, dass sie Leuten, die nicht so betucht waren, sie hat nie eine Auskunft verweigert. Sie hat auch umsonst Leute gehabt. So quasi jeden Tag eine gute Tat. Oder da tun wir mal nichts nehmen. Ich sage, bei mir sind die Menschen gleich. Ob arm oder reich, verdient sie ja. Einer gibt viel, der andere gibt wenig. Ich sage immer so, was der eine weniger gibt, der andere dafür doppelt bei. Stimmt's nicht? Ja. Unbezahlbar. Unbezahlbar. Es gibt kein Zweiter mehr auf der Welt, wie meine Tante war. Ende der 50er Jahre zog die Buchela an die Ahr, eine Gegend, die sie aus Hausiererzeiten kannte. Ein Kurhotel mit wohlhabendem Publikum.
Von dort aus dauerte es nicht mehr lang, bis sie der Welt den selbstbewussten Satz zu Protokoll gab. Ich bin die Buchela, ich tue die Wahrheit sagen. Der Erfolg trug sie 1961 nach Remagen, die Kleinstadt am Rhein, in der Nähe von Bonn. Am Viktoriaberg wartete ein Haus, das ihr von zwei zufriedenen Kundinnen vererbt worden war. Mit 61 Jahren hatte die Buchla ihren Platz gefunden. Sogar der Bürgermeister hieß sie willkommen. Ein eigenes Haus. Hier lebte sie fortan und empfing ihre Kunden. '23 Remagen. Ja, von Bonn kommen sehr viele. Mit wem habe ich die Ehre? Ja, ist gut. Gell, sind Sie in Bayer? Ja, schön. Am 4. von 12 bis 18 Uhr Remagen Hotel Kapellchen. So, vom Opernhaus, gell? Ich spiele die erste Rolle. Köln. Hallo. Dass ich dann nun plötzlich eine Zigeunerin kennenlerne, die eine so unglaublich tolle Frau ist, das habe ich mir in meiner Kindheit auch nicht denken können. Der Bürgermeister und die Zigeunerin, die ihm prophezeite, er werde ins Rathaus einziehen. Die neue prominente Bürgerin sorgte in Remagen für Gesprächsstoff. Wer kommt zu ihr? Sogar in der Nacht? Und aus welchem Grund? Es kamen ja ganz, ganz viele Frauen auch zu ihr. Es hatte wahrscheinlich immer ganz viel mit Liebe zu tun. Männern geht es um Job, um Geld, um Macht und solche Dinge. Die meisten fragen, was ein Haus angeht, ob sie das verkaufen sollen. Die anderen fragen mit Grundboden, mit Parzelle, ob sie es kaufen sollen oder verkaufen. Die anderen kommen wie in Aktien, ob die steigen oder nicht steigen. Manche mit Krankheiten. Erfolg, die wichtigste Frage dieser Zeit. Wenn die Eisprinzessin Marika Kilius einen schwierigen Wettkampf vor sich hatte, war hinter den Kulissen die Buchela im Spiel. Wie bei der Weltmeisterschaft 1964. Also ein paar Tage bevor die Weltmeisterschaft anfing, hat meine Mutter schon mal mit der Buchela telefoniert und sie hat gesagt, ich brauche da ein bisschen Zeit. Sie schickt dann gleich ein Telegramm, wenn sie weiß, wie es ausgeht. Würden Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler es schaffen? Das russische Paar, die Protopopovs, hatten einen riesen Vorsprung. In dem Telegramm stand: Lassen Sie Ihre Kinder nicht laufen. Sie werden keine Chance haben, gegen die Russen zu gewinnen. Und das hat mir meine Mutter dann gegeben. Da habe ich gesagt, weißt du was? Zerreißen, Mülleimer, mehr ist es nicht wert. Sie liefen gegen den Rat der Buchela. Sie liefen die Kür ihres Lebens und holten Gold. Solche Fehlprognosen kamen vor. Sport war nicht Buchelas Stärke. Sie hat halt immer versucht, etwas vorauszusagen. Das eine stimmte, das andere stimmte nicht. Wembley 1966. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft war die Buchela eindeutig überfordert. Hi! Nicht im Tor! Kein Tor! Oder doch? Jetzt, was entscheidet der Linienrichter? Ja, wer ganz genau gewinnt, kann ich ja nie deuten. Nicht? Nein, ganz genau kann ich es nie deuten. Ich sehe bloß 2-2, ja. Der Deutsche 2, der Engländer 2. Das sehe ich. Ich sehe nicht, als er den Sieg erringt. Mhm. Es ist aber nur knapp. Mhm. Es ist ganz knapp. Mhm. Neben ihrem Leben im Rampenlicht gab es die andere Welt. Immer noch. Ihre eigenen Leute, die Familie und die Zigeunerwallfahrten, die sie als Kind so geliebt hatte. Hier im saarländischen Oberlöstern kann man die Tradition heute noch erleben. Die besondere innig katholische Frömmigkeit, die keine Kirchen braucht. Ihre Zugehörigkeit zu